Hallo und herzlich willkommen auf den Malediven und zu meinem ersten Urlaubsvlog. Ja, ich habe mir das für den Malediven-Urlaub so ein bisschen vorgenommen, hier zu vloggen. Ich habe ja auch den Monatsvlog in Planung und ich glaube, der kommt aber erst danach. Der Urlaubsvlog kommt zu früh. Ja, herzlich willkommen auf den Malediven. Ich bin heute um kurz vor 9 Uhr Ortszeit hier gelandet. Da war es in Deutschland 5 Uhr. Das heißt, wir sind hier in der Zukunft. Ich bin also in die Zukunft gereist und bin 4 Stunden vor allen anderen, was schon zu Problemen geführt hat, als ich ganz unbedarft zu Hause angerufen habe und Bescheid gegeben habe, ich bin zu Hause und ich ganz verschlafenes Gegenüber hatte hier 7 Uhr. Aber gut, so ist das. Ja, ich habe den Tag sozusagen schon hinter mir. Es ist jetzt, ich glaube, 18 Uhr, 17.30 Uhr, 18 Uhr. Es zog gerade ein Sturm auf und auch Regen, aber das bei 28 Grad ist das überhaupt kein Problem. Und es war Zeit, nach dem Strand heimzugehen. Ich hatte schon ein bisschen erwischt, dabei habe ich mich direkt hier auch eingecremt mit einer 50er, auch nochmal nachgecremt. Aber ja, ich bin auf den Malediven. Der Anlass ist mein 40. Geburtstag, der jetzt hier auch in dem Vlog sozusagen kommen wird. Und ich habe diesen Traum schon viele, viele Jahre. Er war ein bisschen anders geplant. Ja, in vielerlei Dinge hat sich Dinge verändert und ich bin jetzt tatsächlich alleine hier. Ich habe es hierher geschafft, ich habe den Flieger geschafft. Alles soweit gut. Und habe auch mein Boot gefunden, was mich dann nah zu meiner Insel gebracht hat. Ich blende euch vielleicht auch einfach mal ein paar erste Bilder ein. Also es war mega aufregend, mit dem Speedboot hier auf diese Insel zu kommen. Und ich habe eine Barfußinsel gewählt, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man sich einfach mal keine Gedanken um irgendwelche Schuhe oder was auch immer machen muss. Und es ist wirklich so, dass überall Sand ist, außer in den Zimmern. Bevor man hier ins Zimmer reingeht, kann man sich die Füße abwaschen und man hat auch so einen kleinen Besen in der Ecke, dass wenn man doch irgendwie noch Sand hat, dass man das rausnimmt. Und man sollte natürlich, bevor man dann ins Bett geht, hier im Bad, dann auch nochmal sozusagen die Füße waschen. Und das macht auf jeden Fall auch Sinn. Ansonsten war das heute richtig schön, einfach barfuß hier entlang zu laufen. Das ist ja so eine Art Korallensand, der auch nicht so heiß wird, wie man es von europäischen Inseln oder auch zum Beispiel von Ägypten kennt oder auch die Karibik hat oft sehr heißen Sand. Das hat man hier nicht. Und das finde ich richtig, richtig toll, dass man da keine Schuhe braucht und dass man einfach barfuß umherlaufen kann. Und es ist mein erstes Mal in Asien. Kann ich den Kontinent sozusagen auch abhaken, aber dafür schon mein zweites Mal am Indischen Ozean, denn als wir mal in Kenia waren, war das auch der Indische Ozean und das hat schon was. Das ist eine sehr kleine Insel, vielleicht machen wir dann auch einfach mal so einen Schnelldurchlaufen, einen kleinen Inselspaziergang. Man kann wohl irgendwie in nicht mal 20 Minuten rundherum laufen. Bei mir war heute Nachmittag Flut, das heißt, ich bin an vielen Ecken gar nicht so drum herum gekommen, weil das Wasser dann eben einfach bis zum Strand sozusagen gegangen ist und dann musste man immer ins Innere und so ein bisschen, es ist eine sehr urige, eine sehr grüne Insel, also richtig, richtig schön, gefällt mir richtig gut. Ich habe mich auch schon zweimal verirrt, dafür, dass sie so klein ist, ne? Das klappt aber alles und das finde ich richtig toll und habe ich auch ganz bewusst gewählt, dass es eine sehr ruhige Insel ist, mit keiner Animation, mit keiner Bespaßung, es gibt keinen Pool. Ich meine, ich habe hier den Indischen Ozean mit ganz vielen Fischen vor mir, da brauche ich definitiv keinen Pool und ich fand das heute schon richtig toll, wo ich umher gelaufen bin. Ich war schon ein paar Mal im Wasser, bin noch nicht geschnorchelt, weil ich einfach die Koffer jetzt auch erst ausgepackt hatte und wirklich vorhin nur Badesachen rausgezogen habe und möchte dann später auch nochmal ein bisschen was shoppen. Ich möchte heute schon Postkarten verschicken am ersten Tag, dass die vielleicht auch noch ankommen, bevor ich ankomme und habe mich hier soweit auch wohnlich eingerichtet und ich könnte euch ja jetzt eigentlich schon mal einfach so die Zimmertour zeigen, die ich direkt beim Ankommen schon gedreht hatte. So, eine kleine Roomtour. Ich habe hier irgendwie ein Einzelbett und ein Doppelbett. Ja, finde ich tatsächlich ganz schön gemacht. Hier haben wir einen Schrank, in den ich noch gar nicht geguckt habe, also hier zum Hängen. Ja, relativ viel Platz, der Safe. Und jetzt machen wir mal gemeinsam das Bad auf. Sehr schön. Ja, eine Dusche, sehr schön. Fenster und Toilette. Ach ja, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Hier haben wir Kühlschrank und sonstiges. Fertig von der Reise. Und das ist dann der Blick, der wunderbare
Meerblick. Ach, ist das ein Träumchen. Da meine eigenen liegen. Richtig schön. Hier ist dann, weil es ja eine Barfußinsel, wo man sich die Füße waschen kann. Und hier kann man sich dann wunderbar hinsetzen. Ja, und jetzt war ich sehr angenehm duschen und dachte, ich war eh nass vom Regen. Aber es ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied, ob es irgendwie bei uns bei 10 Grad regnet oder es hier 30 Grad hat und so ein kurzer Schauer. Und es ist auch relativ stürmisch und ich hatte schon meine erste Kokosnuss, einfach lecker, direkt so vom Baum. Lag irgendwie 5 Meter von meiner Terrasse, wurde ja hier von den Angestellten aufgehoben und ob ich Lust drauf hätte, nass, selbstverständlich. Also es ist schon schön. Also es ist schon sehr paradiesgleich und ich freue mich jetzt auch die nächsten Tage auf Schnorcheln. Ich möchte Rochen sehen, Haie sehen, es gibt hier viele bunte Fische. Leider kein so buntes Korallenriff, wie man es zu Teilen aus der, aus Ägypten kennt, vom Roten Meer. Aber ich möchte hier einfach mal Fische sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Es gibt auch einige Angebote von Sonnenuntergangsbootsfahrten mit vielleicht Delfinsichtung. Das würde mir auch super gut gefallen. Würde auch gern noch Wale sehen. Mal gucken, ob sich da irgendwie was auftut. Da möchte ich hier dann auch nochmal im Tauchzentrum fragen. Aber ja, jetzt bin ich erstmal hier und werde jetzt auf jeden Fall dann auch noch später lecker essen gehen. Mittagessen war auf jeden Fall schon sehr gut. Ich habe ein sehr, sehr scharfes vegetarisches grüne Bananencurry gegessen und ich habe das total unterschätzt und ich dachte nur, wo ist irgendwas zur Abkühlung? Also war wirklich scharf, aber hat sehr lecker geschmeckt. Also ja, ich freue mich auf diese scharfe Küche und leckere Küche und ja, freue mich dann auch aufs Abendessen. Und ja, jetzt bin ich so ein bisschen im Gammel-Look, also ich habe so ein, ja, Strandkleid ist es eigentlich, aber ich ziehe sowas immer gerne nach dem Duschen an und nach dem Eincremen, dass man einfach nochmal so ein bisschen akklimatisieren kann. Die Klima habe ich im Übrigen aus. Die war hier irgendwie auf 24 Grad und da bin ich vorhin reingekommen und dachte, boah, ist das kalt. Vielleicht werde ich sie dann zur Nacht anmachen, damit es ein bisschen auch die Luftfeuchtigkeit rausnimmt, weil die ist hier natürlich schon relativ hoch, aber ja, ich bin hier auf den Malediven. Ich habe so lange darauf gewartet, so viele Menschen in meinem Umfeld verrückt gemacht, den Countdown gezählt und freue mich jetzt, dass ich hier bin. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht richtig begriffen, aber ich denke, das kommt die nächsten Tage und das könnt ihr natürlich dann auch hier mitverfolgen und werde ich mich erstmal ein bisschen akklimatisieren und noch ein bisschen runterkommen und freue mich dann aufs Abendessen. Wahnsinn, wie grün diese Insel echt ist. Also ja, wir haben hier natürlich eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, so nah am Äquator, aber schon super schön. Also sehr urig, kommt sich eigentlich fast vor wie im Urwald. Und nein, ich bin nicht bei Seven vs. Wild, auch wenn das die Kokosnuss der letzten zwei, drei Tage annehmen lassen würden. Einfach schön. So, jetzt gucken wir mal, ob diese Konstruktion ein bisschen hält, weil so kann man die Arme ein bisschen frei halten. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Es ist hier doch heute ein bisschen windiger. Kommt auch so gefühlt immer mal so ein ganz kleiner Sturm auf, aber das ist bei 30, 32 Grad super angenehm, wenn eben ein kleiner Wind geht. Im Hintergrund tobt das Meer auch super schön. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen was gelesen bzw. gehört. Im Flugzeug jetzt Richtung Malediven habe ich Der letzte Bär gehört als Hörbuch.
hat mir mega gut gefallen. Ist ein sehr eindringliches Kinder-Jugendbuch, was ein bisschen zum Thema Umweltschutz angeht, beziehungsweise was eben passiert, wenn wir die Umwelt nicht schützen. Denn da sind wir eben irgendwie in der Arktis oder in der Antarktis. Was ist am Nordpol? Schreibt es gerne in die Kommentare, es ist gerade ganz weit weg. Und wir haben ein junges Mädchen, das da mit ihrem Vater hinreist, der da wegen Forschungszwecken unterwegs ist. Und ja, sie erfährt, dass es hier gar keine Bären, keine Eisbären mehr gibt, dass die alle 400 Kilometer entfernt auf Spitzbergen sind. Doch eines Tages trifft sie eben einen Bären, den letzten Bären auf dieser kleinen Insel, auf dieser kleinen Bereichsinsel. Und ja, sie freundet sich mit ihm an. Also es gibt eine ganz besondere Verbindung zwischen ihr und dem Bären. Und sie hilft ihm auch, als er so in Schwierigkeiten gerät. Gleichzeitig hat er ein gewisses Gespür für sie. Und natürlich ist das nicht real. Ich würde keinem Mädchen empfehlen, sich mit einem Eisbären anzufreunden. Aber das war so schön, es war so eindringlich und für mich wirklich ein Highlight, was mir sehr nahe gegangen ist, was eindringlich in der Kindersprache auch erzählt wurde, was natürlich sich nicht wirklich mit den Tatsachen auseinandersetzt oder irgendwie mit Daten, Fakten, sondern so aus Kindersicht das erzählt, was eben mit diesem Planeten passiert. Und es betrifft uns einfach alle und ich bin jetzt kein Freund von diesem Slogan, es gibt kein Planet B, das ist natürlich so, aber ich glaube, mit dieser Keule erreicht man eben nur sehr wenige Menschen. Deswegen sind solche Bücher sehr wertvoll und sehr wichtig, dass das eben auch schon bei den Kleinen anfängt, ihnen zu erklären, warum man vielleicht Strom spart, Wasser spart, warum man nicht jeden Tag zur Schule gebracht wird mit dem Auto und Ähnlichem. Und das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich heute beendet ein Buch, das ich jetzt gerade nicht zur Hand habe. Das liegt da irgendwo im Zimmer. Sommernachtsglitzern. Von verschiedenen Autorinnen sind das Kurzgeschichten. Unter anderem habe ich mir das besorgt wegen der Kurzgeschichte von Adriana Popescu und auch von Gabriela Engelmann war was dabei. Und die beiden Geschichten haben mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Besonders Taxi Driver von Adriana Popescu. Ich liebe diesen Stil. Ich mag ihre Dialoge, ich mag ihre Charaktere. Ich mag, dass es wirklich wie ein Film abläuft, selbst auf wenigen Seiten. Besonders berührt hat mich aber die Kurzgeschichte von Danny Atkins. Von ihr habe ich schon 3-4 Bücher gelesen. Die haben halt immer sehr schwere Themen, diese Bücher. Also da stirbt immer jemand, es ist jemand krank, es sind immer Tragödien und mir ist das oft zu viel Emotion und auch in dieser Geschichte. Und es gibt aber einen ganz besonderen Twist in dieser Geschichte, der mich total umgehauen hat und der es wirklich geschafft hat, dass ich hier am Strand sitze und weine. Und wenn eine Geschichte so viel Emotion freisetzt, dann hat die im Grunde alles richtig gemacht. Eine wunderbare Geschichte. Ich werde auf jeden Fall im Büchermonat ein bisschen näher auf die Bücher und auch dann auf diese 3 Highlight-Geschichten eingehen. Ansonsten waren die anderen Geschichten wirklich auch schön, bis sehr schön. Ich bin halt immer, nicht jeder kann Kurzgeschichten. Aber es war ganz schön. Ich habe mir auch noch 3-4 andere Autorinnen mit markiert, wo ich denke, vielleicht lese ich da mal was und gucke mir mal die weiteren Titel an. Jetzt nicht hier im Urlaub, aber so im Nachgang, weil mir der Stil da sehr gut gefallen hat. Aber die Geschichte von Danny Atkins hat mich wirklich sehr berührt und sehr begeistert hat mich die Geschichte von Adriana Popescu und auch von Gabriela Engelmann, die ihre Charaktere aus der Villa zum Verlieben war, das glaube ich, so ein bisschen hat weitererzählt. Kann man auch unabhängig davon lesen, aber hat mir sehr gut gefallen. Ja, und jetzt habe ich zu dem Buch Tintenherz, oh mein Gott, gegriffen. Und habe da aber heute auch erst so, vielleicht 80 Seiten gelesen. Ja, vielleicht noch nicht mal ganz. Möchte ich auf jeden Fall heute Nachmittag noch ein bisschen weiterlesen und dann auch die nächsten Tage. Und also es ist so ein bisschen im Flow. Und es ist halt so schön, gerade bei den Kurzgeschichten gewesen, so eine Kurzgeschichte aufs Meer schauen. Eine Kurzgeschichte aufs Meer schauen. Eine Kurzgeschichte sich einfach berieseln lassen. Also das hat schon was. Also das ist schon wirklich ein toller Ort, um Geschichten zu erfahren. Und da ist auch ein wunderbares Zitat drin. Ich habe schon 3-4 Markierungen gemacht, wo es eben auch um Bücher geht, die man auf Reisen mitnimmt. Und dass man irgendwann diese Bücher aufschlägt und sich, also ich formuliere es jetzt frei, und dann eben trotzdem noch genau weiß, wie es gerochen hat, wie das Eis in dem Urlaub geschmeckt hat. Und da habe ich ja auch 3-4 Bücher zu Hause, die mich immer mal wieder auf Reisen begleitet haben. Und das war richtig schön, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Ja, das als kleines Update, was auch so ein bisschen buch- und lesetechnisch ist. Und ich habe da im Hintergrund auch so einen Platz, an dem ich gestern so ein bisschen gelesen habe. Super schön, hier sind auch überall in den Palmen Schaukeln und solche Sachen richtig schön gemacht. Also eine ganz tolle Anlage. Ich
habe euch da auch schon ein, zwei Mal mitgenommen, weiß aber noch nicht, wie ich das einblende, aber ach ja, das so ein bisschen zum Leseupdate von diesem schönen Ton, von diesem schönen Ort, in der Hoffnung, dass der Ton auch einigermaßen funktioniert hat. Heute ist der 12. Januar und ich habe Geburtstag. Ja, ich feiere ja hier meinen 40. Geburtstag und es war heute ein traumhafter Tag. Also ja, wirklich perfekt hineingestartet mit lieben Gesprächen und Audios von lieben Menschen. Da es ja in Deutschland dann 20 Uhr war, während es hier schon 0 Uhr war, war das richtig, richtig toll, war richtig schön. Ich habe dann wunderbar geschlafen, war heute Morgen zu faul für das Frühstück, habe mir hier einen Tee gemacht. Man hat hier alles auf Zimmer, vom Wasserkocher über Tee und Kaffee. Das finde ich super praktisch, weil ich gerade auch für die, die schon vor dem Frühstück wach sind, und das sind tatsächlich gefühlt so einige, also es sind hier sehr viele Frühaufsteher. Es gibt ja immer die Fraktion ab wann und bis wann Frühstück, ne? Also ich gehöre auch eher zu der ab wann, habe aber heute auch ein bisschen länger geschlafen und bin dann an den Strand und habe geschnorchelt und habe das perfekte Wetter genossen. Also wirklich blauester Himmel, wunderschön warm, so ein leichtes Lüftchen, wirklich perfekt, und auch beim Schnorcheln richtig, richtig schön. Also die Korallen, ja, sind hier leider nicht mehr ganz so schön, aber ich glaube, das findet man wahrscheinlich auf der Welt nur noch an sehr wenigen Ecken, dass die sehr unverbraucht sind. Aber die Fische sind natürlich mega. Hier gibt es ja auch Haushaie, also kleine Riffhaie. Auch richtig toll, denen zuzugucken. Und da habe ich große Freude dran. Und dann habe ich heute tatsächlich so ein bisschen was gelesen. Ich habe was Neues angefangen. Ich switche das vielleicht mal rum. Ich habe nämlich gestern beendet Tintenherz von Cornelia Funke. Und meine Freundin, die ja so verwundert war, warum ich das noch nicht gelesen hatte, die hat absolut recht, es war ein Highlight. Grandios, also wirklich mega, mega gut. Ich freue mich da definitiv aufs Weiterlesen bzw. auch Weiterhören. Ich habe auch gesehen, dass es da die Hörbücher zu gibt. Und heute dann begonnen und auch direkt zwei Drittel weggesuchtet habe ich von Prinz der Dunkelheit von Mark Lawrence. Ist, glaube ich, eine Trilogie, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich finde das Prinz der Dunkelheit ein bisschen verwirrend, weil er ist ja eigentlich der Prinz der Dornen. Und das macht tatsächlich auch viel mehr Sinn als die Dunkelheit. Aber ja, es ist schon sehr brutale High-Fantasy, würde ich sagen. Also wer Jay Kristoff mit Nevernight mochte, wird, glaube ich, auch Prinz der Dunkelheit lieben. Ja, ich bin so, knapp zwei Drittel, würde ich sagen. Richtig, richtig toll. Riecht absolut nach Highlight. Und denke ich, werde ich dann morgen auch beenden. Morgen habe ich eine Schnorcheltour. Da geht's zu Stachelrochen und Haien, ach, das wird mein absolutes Highlight. Hatte ich auch gestern wirklich toll, von morgens mit Schildkröten geschnorchelt, über Hai bei Jagen beobachtet und dann noch Delfine beim Spielen vom Strand beobachtet. Also es ist hier wirklich eine traumhafte Insel, es ist super schön, und ja, ich glaube, die Kamera macht es röter, als es eigentlich ist, aber man merkt natürlich schon, wenn man da so eine Stunde im Wasser rumschnorchelt, obwohl man sonst sich im Schatten aufhält, dass das ein bisschen, Sonne macht. Und dann sind ja auch meine Nuimos mitgekommen, zumindest zwei. Einmal die liebe Arielle, die ist heute schon schwimmen gegangen, da kam urplötzlich eine Welle. Und ich glaube, so auch einer meiner Liebsten, Donald. Ja, crazy Disney Girl, würde ich jetzt einfach sagen. Und ich habe heute ein paar Fotos gemacht, fand ich auch richtig cool. Und ich hatte da natürlich auch Arielle ihre Flossen angezogen. Und wenn ich dran denke, ich packe euch das Bild hier hin. Wenn nicht, ist es bestimmt auf Instagram auch mal irgendwie zu sehen. Und da kam eine Welle. Etwas näher, als ich dachte. Und dann musste ich sie tatsächlich draußen mal so einen Moment aufhängen. Die arme Arielle. Dann gab es Sonnenuntergang und zwei Mocktails, richtig, richtig lecker, richtig schön. Die haben hier direkt so eine Sonnenuntergangsbar, also es ist schon wirklich ein Träumchen, es ist schon super schön. Und hier hängt mein Strandoberteil sozusagen ein bisschen zum Trocknen, und macht richtig Spaß. Und später geht's jetzt dann super lecker essen,
Und dann wird es auch noch den ein oder anderen echten Cocktail geben. Und ja, toll. Also wirklich ein Geburtstag, ein Januar, ganz nach meinem Geschmack. Wenn ich höre, dass es zu Hause regnet und 4 Grad hat. Und ja, da würde ich sagen, habe ich doch alles in diesem Fall richtig gemacht. Und ja, ich fühle mich wirklich sehr wohl. Ich fühle mich auch gut angekommen. Und ja, auch wirklich faul und entspannt. Also ich habe ja noch gut eine Woche. Wobei, in der Woche bin ich schon zu Hause, also ich fliege dann am Mittwoch, am 18. wieder heim. Aber noch gut eine Woche und ich weiß gar nicht, ob es noch fauler geht, aber wir sprechen uns am Ende des Vlogs. So, und da komme ich gerade vom Abendessen, finde ich sowas Cooles auf meinem Bett. Wunderschön und sogar eine Geburtstagstorte, total lustig. Also, ja, und ich muss das jetzt alles zerstören, weil ich ja irgendwo schlafen muss. Aber ach, ich bin total gerührt und es ist so schön. Und es gibt auch noch einen Obstkorb. Oh, ein fast perfekter Tag. Frisch geduscht und eingecremt, deswegen glänze ich auch nur so, liege ich hier so ein bisschen auf meinem Bett. Es ist heute Sonntag und ich habe tatsächlich nur noch 2 Tage hier. Ja, es ist irgendwie, ja, so langsam ist man angekommen, man ist entspannt. Ich merke, wie sich Langeweile in mir breit macht, wie ich manchmal einfach zu faul bin, irgendwo hinzulaufen. Also es geht schon los, dass ich gefühlt, glaube 3 Tage nicht mehr zum Frühstück gegangen bin. Zum einen, weil ich einfach keinen Hunger hatte. Zum anderen, weil ich dachte, ach, diese 3 Minuten, nein, es sind wahrscheinlich keine 3 Minuten. nein, es ist weniger als 3 Minuten, es ist eine sehr kleine Insel. Die Umrundung hat ein bisschen was über 1 Kilometer ergeben. Und man hat in der Mitte die Rezeption, das Essen, dann geht es zu 2 Bars. Und im Grunde ist drumherum sind dann die Zimmer. Also es werden keine 3 Minuten sein, aber ja. Und ja, ich denke mir so, ja, nur damit ich zum Frühstück gegangen bin, ja. Also ich werde faul, ich werde ein bisschen kreativ, ich habe ein paar Ideen mit zu meinem Monatsvlog gemacht. Ich habe an der Liste 3 Bücher, die so ein bisschen gearbeitet. Da hatte ich ja, glaube ich, 10 oder 12 Ideen von euch auf Instagram bekommen, beziehungsweise habe ich ein paar zusammengepackt, weil die thematisch gut gepasst haben. Das habe ich so ziemlich fertig und ich bin in den Leseflow gekommen. Und es war ein Genuss. Ich habe euch ja schon vorgeschwärmt von dem ein oder anderen Highlight. Also Tintenherz war großartig, Prinz der Dunkelheit war richtig toll. Dann habe ich das Tier meines Lebens gelesen. Fand ich auch richtig, richtig schön. Hat mir mega gut gefallen. Ich habe mich sehr in der Autorin wiedererkannt, die eben von der ersten Zeit mit ihrem ersten Hund erzählt, was sie für Ratgeber liest, wie es mit Trainern gelaufen ist und ja, wie sie überhaupt zu ihrem Hund und sowas gekommen ist. Und ja, wie verrückt sie sich gemacht hat. Und ich habe mich das so oft wiedererkannt, weil auch Weasley ja mein oder unser erster Hund ist. Und es ist einfach was anderes, ob man einen Hund hat oder Katzen. Und ja, wie verrückt man sich macht, was für Erwartungen man an sich selbst hat, an den Hund hat. Und wie verzweifelt man auch manchmal ist, wenn Dinge nicht so klappen. Und ich mir denke, wie bescheuert ist man eigentlich? Also es ist ja auch keine Maschine und man ist auch kein Roboter und ja, und ich habe mich da sehr wiedererkannt, auch in vielen Erkenntnissen, die sie hatte, die ich dann auch irgendwann hatte und dachte so, jetzt sind wir heute einfach nur Hund und Mensch und raufen im Garten und kullern uns und gehen in den Wald und alles ist gut und wie schön das ist und wie natürlich das ist und ja, also fand ich richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Es war mir an mancher Stelle ein bisschen zu,
ja, wie wenn sie sich selbst so ein bisschen therapiert. Sie hat sich für meine Begrifflichkeit ein bisschen viel in den Vordergrund gestellt. Aber ja, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Und dann waren die haptischen Bücher gelesen. Und ich stand vor der großen Herausforderung, nicht nur meinen E-Book-Reader zu öffnen und anzuschalten, sondern dann auch aus, ich weiß gar nicht, 40 E-Books irgendwie, wobei nicht alle nur die ersten Teile von Büchern sind. Und ich stand dann so da und dachte, boah, jetzt musst du dich hier entscheiden. Und das war überhaupt nicht so einfach, das muss ich ehrlich so sagen. Ich habe wirklich gedacht, ich habe hier so relativ den Ventilator so ein bisschen blöd oben drüber. Ich habe wirklich gedacht, mit was fängst du jetzt an? Welches der Bücher könnte jetzt noch ein Buch werden, was dir irgendwie gefallen könnte? Also ich war tatsächlich überfordert mit meiner Auswahl und habe dann gedacht so, du liest jetzt City of Ghosts, den dritten Band von Wee E. Schwab. War richtig, richtig großartig. Ich liebe diese Reihe. Natürlich ist sie eher düster, vielleicht auch eher was für den Herbst. Sie ist atmosphärisch, sie gruselt so schön, weil wir ja auch so diese Übergangswelt haben mit Cassidy. Ich fand den dritten Teil mega. Also ich fand die Bände der Reihe haben sich immer gesteigert, aber für mich sind alle drei Bände definitiv 5 Sterne. Das Ende könnte durchaus sein, dass es noch einen weiteren Band gibt. Es heißt zwar immer der abschließende dritte Band, aber für mich ist das kein echter Abschluss. Also von daher hoffe ich, dass man da noch ein bisschen was findet. Dann habe ich Schreiben ist Gold. Ich dachte, ja, jetzt lass dich hier im Urlaub mal inspirieren. Vielleicht greifst du ja dazu, vielleicht probierst du nochmal Morgenseiten aus und so weiter. Ich bin ja jemand, der ein Dankbarkeitstagebuch führt, also am Abend sich einfach mal eine Minute nimmt und aufschreibt, wofür ich an dem Tag dankbar bin, was Schönes passiert ist. Und ja, ich hatte als Rezensionsexemplar das Buch von Hannah Bulting. Ihr werdet es im Lesemonat auf jeden Fall auch sehen oder gesehen haben. Und wahrscheinlich gesehen haben. Ja, wer weiß, wann dieses Video kommt. Und ich hatte das super spannend gefunden, hatte mich hier auf einen kreativen Input gefreut, über Impulse, was man schreiben kann, wie man anfängt, welche Ideen man vielleicht verfolgen kann. Und eigentlich, mich hat das Buch sehr enttäuscht. Weil eigentlich erzählt sie nur, wie sie zum Schreiben kam, was sie schreibt, wie sie schreibt, vielleicht nicht mal, was sie inspiriert. Ja, ich fand das sehr schwierig. Also, und zudem hat sie dann auch sehr religiös über Gott gesprochen, wobei sie Gott auch noch mit einem Sternchen versehen hat, was ich wirklich sehr, nichts gegen das Gender-Sternchen, da bin ich gerne dafür. Aber wenn man Gott mit einem Sternchen versieht, weil das ja alles implizieren könnte, fand ich ein bisschen grenzwertig. Und ja, dann stand ich wieder vor der Thematik und dachte, ach Mensch, jetzt ist dieser Leseflow irgendwie so unterbrochen. Und dann dachte ich so, dir hat Fantasy die letzten Tage so gut gefallen, lies da weiter. Und dann habe ich Book of Night angefangen von Holly Black. Und ich war ja schon sehr enttäuscht von dem anderen Buch letztens, was ich von ihr gelesen habe, das mit den Vampiren, irgendwas mit einer Town, schon wieder vergessen. Und ich habe es abgebrochen. Nach so knapp einem Viertel. Und ich habe aber relativ früh schon gemerkt, das ist nicht mein Buch. Und ich selbst lege mir so ein bisschen auf, im Buch so irgendwas zwischen einem Viertel und 30% zu geben. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, das ist nicht meine Geschichte. Ich habe den Unterschied zu den zwei Highlight-Büchern aus der Fantasy zu Tintenherz und auch Prinz der Dunkelheit. Ich habe das einfach gemerkt, dass ich nicht so reinkam, dass ich sehr oft abgeschweift bin. Und ja, ich gucke hier sowieso ständig aufs Meer. Also ich lese, schaue, lese, schaue. Also ja, ne? Ich meine, die Ablenkung ist hier schon groß und das ist auch der Plan. Aber da habe ich so richtig gemerkt, nee, das ist nicht mein Buch. Es war irgendwie sehr merkwürdig, hat mir nicht so gut gefallen. Und dann habe ich beschlossen, so, worauf eigentlich warten, und habe es dann abgebrochen. Dann habe ich noch gelesen Die Katzen von Shinjuku, ein japanisches Buch. Und das hat ein wunderschönes Cover mit einer Katze drauf. Und ich mag japanische Literatur ja sehr gerne. Sie ist ein bisschen schwerer, sie ist ein bisschen anders, sie... Ja, und so ist das Buch auch. Also es erzählt uns eine Lebensgeschichte
von jemandem, ja, der eigentlich nicht so erfolgreich ist, der was tut, damit er es tut, damit er Geld verdient. Er lässt sich von seinem Chef ganz schön rumschubsen und landet dann in einer Bar. Und da gibt es ein Katzenspiel. Also es wird da so ein bisschen gewettet, welche Katze taucht als nächstes am Fenster auf. Und da kommt er dann auch mit der Kellnerin, mit der Bedienung ins Gespräch. Und ja, es gibt da auch so ein bisschen eine schöne Stimmung zwischen den beiden. Es ist keine Liebesgeschichte. Und dann merkt man aber recht schnell, dass diese Geschichte eben ja nicht Happy Life und schon gar kein Happy End hat. Wobei, also man ahnt, dass es nicht gut irgendwie ausgeht. Und es ist halt so ein bisschen japanisch, es ist ein bisschen schwerer, es ist ein bisschen distanzierter. Und es erzählt der Protagonist auch alles rückwirkend sozusagen. Also wir sind nicht live dabei, sondern er erzählt uns, was sich zugetragen hat. Finde ich gut gemacht, hat mich nur ein bisschen distanziert zurückgelassen. Ach, und dann passieren eben Dinge, die ich schwer verdaulich fand, die für mich so als Tier-, Katzenfreund, ja, und was ich einfach nicht hab kommen sehen. Und dann wirklich so sprachlos mit Tränen in den Augen am Strand saß und dachte, oh, Steffi, reiß dich mal zusammen. Und es ist ein tolles Buch. Es hat mir sehr gut gefallen, weil es die Menschen und das Leben so einfängt, wie es ist. Das Leben ist nicht immer schön und sonnig und nicht jeder kann ständig, wie ich eben gerade, am Strand sitzen. Aber ich habe mir unter dem Titel, unter dem Cover, mit dem Klappentext trotzdem was anderes vorgestellt. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber ja, hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Ich mag dieses, ja, Essentielle, dieses nicht so ausgeschmückte der japanischen Literatur einfach sehr, sehr gerne. Und dann habe ich noch, ja, das kann man dann auch mal so an einem Tag irgendwie, ja, da merkt man eben, wenn man im Flow ist, ne, dann liest man irgendwie, ja, 200 Seiten und denkt sich, ach ja, sehr schön. Also dem Sub tut es sehr gut. Ich näher mich der magischen 100 beim Subabbau und freue mich da sehr drüber. Und ja. Ja, ich möchte auch noch versuchen, mal am Strand ein Hörbuch zu hören. Also tatsächlich so ein Ohrstöpsel im Ohr und das Meer auf der anderen Seite. Mal gucken. Ja, ich habe ja noch 2 Tage hier und werde das definitiv schon mal auch ausprobieren wollen. Aber ja, es tut mir sehr gut, im Urlaub zu sein. Ich habe sehr viel Spaß am Lesen. Auch wenn das Auswählen, ah, das ist wirklich schwierig. Also da nicht immer so einfach. Aber ich bin auch froh, dass ich nur 4 haptische Bücher mitgenommen habe. Ja, es gäbe hier auch einen Bücherschrank, den habe ich gestern oder vorgestern entdeckt. Da war jetzt aber nicht so Spannendes drin. Also es waren tatsächlich einige Bücher drin, die ich selbst schon gelesen hatte, was ich ganz lustig fand. Im Englischen waren auch einige Stephen Kings dabei, die kannte ich aber auch schon. Und es war sogar ein Stephen King in Französisch dabei, aber ich spreche kein Französisch. Aber ja, war leider nichts irgendwie dabei, wo ich dachte, oh, das wäre auf der Wunschliste, das nimmst du jetzt einfach mal. Aber ich habe am Ende ja genügend Bücher dabei. Ich habe ja auch Hörbücher dabei. Die werden mich dann wahrscheinlich eher ja, auf der Flug- und Zugheimreise ein bisschen mehr wieder begleiten. So ähnlich, wie es ja auch Herwärts war. Und ja, zum Serienschauen bin ich nicht groß gekommen. Ich habe, glaube ich, 2 Folgen Gilmore Girls hier geguckt. Ich hätte mir ja noch Interview mit einem Vampir die ersten 2 Folgen mitgenommen. Theoretisch müsste jetzt auch schon die 3. da sein. Mal gucken. Werde ich mir vielleicht noch runterladen hier, solange ich WLAN habe. Und ab morgen, also Montag, also für euch schon lange erfolgt, läuft ja auch die 1. Staffel von Last of Us. Ja. Und ja, da möchte ich auch mal gucken, ob ich mir vielleicht die 1. Folge für den Flug oder den Zug dann runterlade. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch eine spannende Serie und ja, es ist schon verrückt. Also heute ist irgendwie Sonntag. Ich bin jetzt wirklich eine Woche hier. Und ja, man kommt so an, man ist so da, man hat sich so eingewöhnt. Und eigentlich könnte ich auch einfach hier bleiben. Ja, also es ist echt, ist schon sehr schön hier. Also es ist auch toll, sich mal keine Gedanken ums Essen zu machen, kein Bett zu machen. Also nicht, dass ich hier Unordnung verbreite, aber einfach mal so und auch nur so eine begrenzte Garderobe zu haben, wo man am Abend dann eben doch nochmal was anzieht, was man schon anhatte. Und damit habe ich überhaupt kein Problem. Meine Garderobe ist zwar schon ein bisschen größer, aber ich bin nicht der große Shopper. Bei mir kommen dann eher immer mal nur Teile irgendwie dazu. Aber es ist so schön zu wissen, okay, man muss sich eigentlich nicht viele Gedanken machen. Und ja, ja. Heute Abend ist Tanzabend. Es gab ja vorgestern einen hat so eine Band gespielt, es war richtig cool, auch da wurde dann getanzt, hat mir sehr, sehr gut gefallen, die haben auch eher international
gespielt, also viel Englisch, viel Italienisch, weil wir, glaube ich, würde ich schon sagen, auch einiges an Italienern hier haben, was ich gar nicht schlimm finde. Also das, ja, aber das fällt einem ja auch so sprachlich am Strand und beim Essen so ein bisschen auf. Und ja, da bin ich sehr gespannt, ob das heute sein wird oder vielleicht auch erst morgen. Ja, und dann, ja, habe ich jetzt genug gequasselt. Oh mein Gott, das wird hier ein Quassel-Vlog. Aber ich habe auch ein paar Impressionen ja immer mal mitgefilmt. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den Vlog, ob ich das am Ende irgendwie so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ich werde jetzt mal die Bücher von heute eintragen. Ich habe ja mein Bullet Journal dabei. Und da trage ich auch so ein bisschen ein, was ich jeden Tag so ein bisschen gemacht habe. Und dann eben auch, aber nur so stichpunkthaltig. Und dann eben auch so die Hörbücher. Da habe ich auch die drei Bücher, die mit drin reingeschrieben. Also zum Beispiel vor langer Zeit gelesen, aber nie vergessen. Oder die dir von King am besten gefallen. Und ja, es sind dann immer nur drei Bücher. Es ist immer ein bisschen schwierig, aber ich habe gut was gefüllt. Von den 12 Aufgaben sind, glaube ich, 8 schon befüllt. Also von daher, ja, so, dann ziehe ich mich jetzt mal gar richtig an. Also ich bin angezogen, aber noch nicht für den Abend fertig. Und ja, werde mal so langsam zum Essen gehen. Ja, ich muss dieses Bett verlassen. Und diese 3 Minuten, nein, es sind wahrscheinlich wirklich keine 3 Minuten. Es könnten auch nur 2 sein. Zum Essen laufen. Wo soll das nur hinführen? Der letzte Abend und ja, ich bin geduscht, fertig gemacht, habe auch gut schon den Koffer gepackt. Ich bin ja kein Freund vom Kofferpacken, wobei ich auch sagen muss, so dieses Heimwärtspacken, ach, das ist fast nochmal so eine Spur endgültiger. Ne? Also ich finde es schwierig, so sein Hab und Gut irgendwie so zu priorisieren und zu sagen, das und das darf mit und alles andere bleibt irgendwie zu Hause. Ja, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, also viele sagen ja immer, ja, ein Urlaub war zu kurz, die Zeit ist so vergangen. Das möchte ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich hatte das in diesem Urlaub, dieses Gefühl nicht. Es hat so 2-3 Tage gedauert, bis ich angekommen bin, bis ich das genießen konnte, bis sich Langeweile eingestellt hat. Weil man muss natürlich sagen, hier auf dieser Insel passiert nicht viel, außer man schnorchelt oder taucht oder geht schwimmen, liest ein Buch, hört Hörbücher. Viel mehr passiert hier nicht. Es gab am Abend Tanz, es gab am Abend eine Band. Ich habe hier ja, liebe Essenstisch-Nachbarn so zusammenbekommen und wir haben dann auch 2 Abende Karten gespielt. Das ist schon richtig schön. Also auch einfach mal so mit sich zu sein und seinen Gedanken und ja, auch so ja, einfach mal nichts zu denken, einfach mal aufs Meer gucken und ja, das genieße ich sehr. Also das wird mir auch sehr fehlen. Ich liebe Blau in allen Variationen vom Himmel über die verschiedenen Farben im Meer. Ich fand es toll, hier zu schnorcheln und ja, was ich hier gesehen habe, also von Haien über unterschiedlichste Rochen, über Delfine, Schildkröten und es hätte wohl sogar Oktopusse gegeben, also die wurden heute am letzten Tag gesichtet, allerdings ja, war ich da gerade schon irgendwie fertig und wollte dann nicht nochmal ins Wasser und ja, also es ist in dieser Hinsicht wirklich wunderschön. Ja, und einfach Ruhe. Ja, ja. Und sehr verliebt habe ich mich hier auch in die Leguane oder in die Geckos oder Eidechsen oder wie auch immer das nennen wollt. Ich finde das so cool, so kleine Dinos. Ne? Ja, also da würde ich ja am liebsten 2-3 einpacken. Nein, also geht natürlich auf gar keinen Fall. Wildtiere einsperren, ich glaube, da kennt ihr mich, halte ich nicht viel von. Ja, jetzt geht es nochmal lecker essen und noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen, vielleicht noch einen Cocktail trinken. Morgen werde ich dann so auf 6 Uhr aufstehen. Um 7 gibt es Frühstück und wird der Koffer abgeholt und um 7:30 geht es dann los. Und ich glaube, kurz vor 10:30 fliege ich dann los und ja, ein wunderschöner Urlaub.
doch ein bisschen anders als gedacht, aber alles, also eher positiv, ne? Also das war schon sehr schön. Ja, ich hoffe, dass ich auch genügend Material habe, dass euch der Vlog auch ein bisschen gefallen hat. Ich möchte ja auch den Monatsvlog dann danach noch machen für den Januar. Da habe ich ja vorher einiges gefilmt und werde auch die letzten 10 Tage des Monats dann noch so ein bisschen was filmen. Aber jetzt sind wir erstmal noch hier. Ach, genießen den Abend und war sehr schön. War sehr schön. Würde ich die Malediven allen Menschen empfehlen? Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss sich aushalten können. Also gerade, wenn man vielleicht alleine reist oder auch zu zweit. Ich glaube, man muss ein sehr stabiles Paar sein, damit man sich nicht auf den Keks geht. Und ich meine das gar nicht negativ, aber man hat hier nicht viel anderes. Ne? Ich bin jetzt auch auf dieser Insel in keinem Resort, in keiner Anlage, wo Animation und irgendwas ist. Das habe ich ja ganz bewusst mir so ausgesucht. Also es gibt hier keinen Pool, es gibt hier nichts, ne? Also außer diese 2 Abende, wo dann eben ein bisschen Unterhaltung war. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall schon schnorcheln und tauchen wollen, besonders schnorcheln, weil ich glaube, sonst ist so ein Tag auch relativ lang. Es ist hier definitiv für Ruhesuchende und für Leute, die wirklich vielleicht ein stressiges Jahr hinter sich hatten und einfach sagen, ich möchte nichts anderes als da liegen und aufs Meer gucken und schwimmen. Aber man muss das auch können. Also ich würde in meinem Freundeskreis und Familienkreis einigen denken, die würden es wahrscheinlich nicht schaffen. Die würden sich tot langweilen und, sich Serienfilme hier angucken. Ich hatte mir tatsächlich auch 2 Filme runtergeladen, die ich aber gar nicht geguckt habe, weil ich nie die Muse hatte, mich abends hinzusetzen und einen Film zu gucken. Ich habe durchaus so mal das ein oder andere YouTube-Video angeguckt, abends so beim Eincremen, beim Fertigmachen, bevor man irgendwie ins Bett geht und schläft, dass man einfach noch so ein bisschen, aber ich glaube schon, dass man auch gut mit sich im Reinen irgendwie sein muss und ich möchte das gar nicht so von mir behaupten. Ich hatte hier durchaus auch Tage, wo ich mir dachte, naja, Steffi, ja, aber ich glaube wirklich für Ruhe ist es hier was, denn es ist einfach Ruhe, es ist Natur, es ist urig, es ist super schön. Auch diese Insel wirklich kann ich sehr empfehlen. Das Essen war super lecker, der Service war toll, Zimmer waren sauber. Also das ist das, was mir so wichtig ist. Der Strand war schön. Die Korallen, leider nicht ganz so schön wie an manchen anderen Orten, wo ich schon war. Aber wenn man dann wirklich das Schnorcheln ein bisschen weiter raus sozusagen geht und nicht nur am Riff, also wenn man an der Riffkante sozusagen ist, hat man definitiv schon ein bisschen mehr. Ja, war schon schön. War schon schön. Jetzt ist das fast vorbei und das ist so ein bisschen, ich glaube, ich brauche dann auch wieder 2-3 Tage, bis ich das verstanden habe, dass der große Traum erfüllt ist und ich das so in meinem Leben so einen Haken setzen kann. Ich glaube, jetzt brauche ich einen neuen Traum. Mal gucken, was es wird. An Reiseziel. Habe so 3-4 Ideen, habe mich hier auch mit lieben Menschen unterhalten, die mich auch so auf Ideen gebracht haben. Mal schauen. Also ja, aber jetzt sind wir erstmal hier. Aber wie sagt man so schön, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Weiß noch nicht, wie ich den Vlog abschließen werde. Das wird wahrscheinlich so der letzte Sprachteil sein. Vielleicht kommen danach noch so ein paar Eindrücke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt, wie ich das finde, selbst im Schnitt mir dann anzugucken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr ein bisschen Urlaubsfeeling gespürt habt, während es in Deutschland ja eigentlich gar nicht so schlecht war. Also ich glaube, heute war es ein bisschen gefrostet zu Hause. War natürlich schon ein recht warmer Januar, ne? Also muss man schon sagen. Und hier war es auch schön warm. Also gefühlt kein Tag unter 28 Grad. Wir hatten einen Tag mal ein bisschen Regen. Aber das stört bei 28 Grad nicht. Ja, war schon schön. War sehr schön. So, bevor ich jetzt noch melancholisch werde hier, danke schon mal fürs Zusehen. Ich freue mich über Kommentare und den Austausch, über eure Reiseziele, die ihr vielleicht unbedingt mal unternehmen wollt. Und so ein paar Eindrücke packe ich jetzt vielleicht noch hinten ran. Und ich freue mich auf den Austausch in den Kommentaren. Und wie das so geklappt hat mit dem Vloggen. Man weiß es nicht. Und danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.